Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Pokémon Weiß in the Randomizer Nuzlocke Challenge. Und ich muss mich erstmal wieder hier ein bisschen umgewöhnen, denn im letzten Part haben wir, glaube ich, die fünfte Arena hinter uns gebracht und leider ist unser Starter-Pokémon draufgegangen, unser Hypoterus. Aber wir haben ja noch unser Thunder, den Body, Wing und Cutter. Haben wir ja noch eine relativ gute Pokémon-Kombination aus relativ starken Pokémon. Wir gehen erstmal ganz kurz ins Pokémon Center, heilen unsere Pokémon. Und ja, dann gehen wir halt Richtung Elektrolythöhle. Dorthin sollten wir als nächstes hinreisen. Und der Mauszeiger ist im Weg. Ich leck mich. Du scheiß Drecksding. Okay. Okay, ich würde sagen, ich mache hier mein Itemradar an. Hier dürfen wir kein Pokémon mehr fangen. Das haben wir ja bereits vor Ewigkeiten getan. Und dann reden wir erstmal mit diesem Typen da. Und er findet mich faszinierend. Es liegt wohl daran, dass ich ein sehr, sehr guter Pokémon-Trainer bin. Der Wilhelm hat einen Rayquaza. Sollte ich jetzt überrascht sein? Habe ich irgendwas? Ja, ich habe was. Los, mein gutes, episches Suicune. Du bist der richtige Gegner für Rayquaza. Ich sag wer. Von mir aus gerne. Aurora-Strahl, vierfache Eisschwäche. Glaube ich. Ja, das hat doch ganz guten Schaden gemacht. Will ich mal behaupten. Friss nochmal den Aurora-Strahl. Oh, Knirscher, das tut bestimmt ein bisschen weh. Hat weniger Schaden gemacht, als ich gedacht habe, tatsächlich. Ja, und es ist down. Es ist down, es ist down. Xander hat jetzt Level 30 erreicht und Forscher Wilhelm wurde besiegt. Und das ergibt ein paar satte Poké-Dollar her. Du bist, glaube ich, auch ein Trainer, ne? Nee. Du bist kein Trainer. Oh nein! Ein Ranger! So. Jetzt kommt sicher ein sehr, sehr böses Pokémon auf uns zu. Ach ja, die voll entwickelten Pokémon sind, glaube ich, ab Level 35 oder so. Oh, ein Aerodactyl! Oh, Aerodactyl, das wäre so ein geiles, episches Pokémon. Nur so nebenbei erwähnt. Vom Typ her müsste es Gestein und Flug sein. Frisst die Schockwelle. Antikkraft. Ich glaube, es ist neutral, ne? Ja. Ich mache, glaube ich, auch neutralen Schaden. Kann das sein? Nee. Okay, dann habe ich mich wohl geirrt. Donnerschock. War scheiß, Dings, Antikkraft. Aber naja. Aber nichts machen, du bist einfach nur schlecht. Stolunior. Da sollte ich, glaube ich, eher zu Wing auswechseln, denn Wing braucht ja auch ein Level up. Eisenabwehr. Lächerlich. Friss die Aurasphäre. So richtig so. Mach schön das Mäulchen auf Nom. Aber es hat Robustheit. Es war ja sowas von klar. Dass es Robustheit hat. Das hatte ich schon befürchtet. Turbo Tempo. Down.
Ah, Merve. Hallo, Merve. Er nennt sein Kind bitte Merve. Das tut mir sogar mehr weh. Oh. Ein Zytomega. Das ist ein Psycho-Pokémon. Ich gehe. Danke. Bist du ein Trainer? Ja, du bist ein Trainer. Okay, du besitzt 4 Pokémon. Ein Rihorn. Oh, Gestein und Boden. Okay, Fander kann hier nicht viel machen. Buddy, du bist wieder dran. Ich glaube, du hast eine vierfache Wasserschwäche. Nehme ich an. Stampfer. Ja, das macht bedingt wenig Schaden. Blubstrahl. Easy. Lavita. Vierfache Kampfschwäche, by the way. Wenn jetzt Nesputa kommt, wechsle ich zu Togekiss. Weil Nesputa hat eine scheiß Spezialverteidigung. Stolrak, das ist. Ja, komm, da soll Wing was machen. Da muss Wing raus. Da muss Wing raus. Metallklaue, das tut ein bisschen weh. Aber nicht viel. Aurasphäre! Wusch und Zing! Boom! Yeah, what a KO! Und jetzt kommt das. Makago. Fucking Makago. Vierfache Wasserschwäche, tatsächlich. Und vierfache Bodenschwäche, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das war's mit Makago. Ja. Diese Niederlage hast du verdient. Oh nee, jetzt kommt noch ein Forscher daher. Lass mich raten, du hast Rayquaza. Ein Voltoball. Da wäre jetzt Hypnotherus tatsächlich echt geil. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber ich habe jetzt keinen Bodenangriff. Ich probiere mit Stärke. In der Hoffnung, dass ich nicht paralysiert werde. Natürlich. Okay, ich probiere nochmal Stärke. Walzer, au. Okay, wenigstens ist sein Voltoball down. Ah, du hast verkackt, Forscher. Du Forscher, Forscher. Aber hier gibt's ein Item. Die Griffklaue. Ich glaube, die haben wir auch 100.000 Mal bekommen. Und da ist auch ein Item. Oh. Ein wildes Pokémon. Es ist ein Magnayen. Oder Magnayen. Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Und gehe. Danke. Fausttafel erhöht Kampfattacken. Ja. Kann durchaus gut sein. Muss nicht unbedingt gut sein, aber ja. Kann es sein, dass du ein Sisu, dass da ein Sisu Kids fangen muss? Ich hab mein Sisu Kids ist tot. Ansonsten würde ich es dir schon gerne geben. Aber ich glaube, ich sollte auch mein Pokémon heilen. So, das hat mir nämlich das Gefühl. Ja, komm. Arena-Bäre und Fanda.
Ring braucht definitiv ein Level Up. Schnellwechselwing an erster Stelle und Itemradar. Und Itemradar aktivieren. Hallöchen! Ich werde die Zusammenhänge, die deiner Stärke zugrunde liegen, offenbaren. Das Geheimnis meiner Stärke. Hypnomorba. Ach so, das war dieses Dings. Okay. Hypnomorba hat, glaube ich, eine schlechte. Schlechte physische Verteidigung. Turbo-Tempo. Nix-Tempo. Erhöht Init, okay. Aber ich glaube, das müsste relativ von geschottet sein, ne? Wow. Okay, Cutter, du bist dran. Psi-Strahl. Au. Frisst die Verfolgung. Ja, dass du jetzt Itemsperre einsetzt, ist mir eigentlich relativ egal. Du stirbst trotzdem. Wing hat Level 30 erreicht. Wir haben Forscherin Edna besiegt. Seltsamer Name. Aha, da ist ein Häuschen. Oh. Ich flansche mit meinem Pokémon herum. Willst du nicht mitspielen? Nein! 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 Conchita-Wurst! Höchstpersönlich! Im Pokémon! Weiße Edition! Was hat denn der hier verloren? Relikant. Ja, das ist down. Ja. Flapterix. Ah, oh, das ist dieses coole Flug-Pokémon. Das ist relativ süß. Komm raus, Sander. Du hast wieder Sachen zu tun. Sander, Sander! Pflücker. Nicht so effektiv, by the way. Aber macht trotzdem sehr, sehr viel Schaden. Schockwelle. Ich brauche definitiv. Ja, okay. Elektra können wir ja nicht entwickeln, ne? Da ich ja die unmöglichen Evolutionen ausgemacht habe. Also, das ist trotzdem entwickelt. Oh, ein Nidorino. Cool. Aber. Ja, Nidoking wäre doch schon ziemlich cool und so, aber naja. Darf ich mal endlich mal das Item abchecken oder so? Ich glaube, ich hätte Superschutz aktivieren sollen. Ja, ich mach das. Items, Schutz. Schutz, 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 Schutz. Okay. Dann machen wir halt Superschutz an. Glücksrauch. Erhöht, glaube ich, das Preisgeld, ne? Ich glaube, dass diese zwei anderen Pokebälle diese Tarnpignons sind. Oder wie man sie ausspricht, ist mir jetzt völlig egal. Ein Terrybug. Also du hast normal Pokémon. Also für mein Wing ist das jetzt kein Problem. Aurasphäre und du bist weg. Wuff. Was für ein seltsamer Bella. Oh, Tauros. Tauros ist ziemlich schnell, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich glaube, Wing ist noch schneller. Und Wing ist schon Level 31. Läuft. Gegenstoß. Ja, Taurus ist doch ziemlich schnell.
Tja, du hast abgestunken. Danke für die Arena-Beere. Warum lese ich hier fast Arena-Beere? Warum? Ah, nee. Das Blöde ist, dass ich da jedes Mal auf X drücken muss. Wen schicke ich als erstes rein? Ja, komm, Kata. Weil der am fittesten von allen ist. Du willst auch kämpfen, ne? Willst du kämpfen? Nein. Okay. Du gibst mir hier einmal Heilung. Hey du, das ist für dich. Danke für den Leuchtstein. Werde ich eventuell sehr, sehr gut gebrauchen können. Und du? Okay, irgendwas auf Route 7 ist da was. Aber naja, ich habe es jetzt nicht gelesen, weil das jetzt eher unwichtiger Text war. Ah, Elektrolythöhle. Turner, danke fürs Warten. Ah, jetzt darf ich auch noch ein Pokémon fangen. Das sieht mir ganz nach dem Netz eines Elektro-Pokémon aus. Ein Elektro-Pokémon namens Voltula. Keine Ahnung, warum es ausgerechnet hier ein Netz geschwonnen hat. Aber wenn das für einen für euch ein Problem darstellt, dann will ich euch da gerne helfen. Ich bin schließlich ein Arena-Leiter. Und Zwergrock-Kamann, tu, was du tun musst. Ach ja, genau. Bohnen-Pokémon sind ja nicht... sind ja von Elektroattacken unberührt. Diese Dämme soll dir gehören. 78 Geschenk. Oh, das ist eine der schlechtesten Attacken überhaupt. Denn Geschenke, glaube ich, eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass die dem Gegner heilt. Ich weiß ja nicht, wie gut du wirklich bist, aber wenn du glaubst, du kannst etwas erreichen, dann bleib unbedingt am Ball, bis du es geschafft hast. Und so weiter und so fort. Ja, ja. So, rein in die Elektrolythöhle. Oh. Hier entlang. Hier, Meister, der Trainer, den du sehen wolltest. Oh nee, nicht du schon wieder. Ja, dankeschön. Du hast also Bekanntschaft mit zwei Mitgliedern des Finstrios gemacht. Das sind Angehörige von Team Lasma, anverlesene Untergebene von Jesus. Mir scheint, waren sie es übrigens. Auch die das Voltula-Netz am Eingang dieser Höhle angebracht haben. Die Elektrolythöhle, ich liebe diesen Ort. Zu einem bin ich fasziniert davon, dass sich die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon. Wenn es hier keine Menschen gäbe, wäre dies der ideale Ort für mich. Wie dem auch sei, wurde es jedenfalls von mir auserwählt. Überrascht ich das? Nee. Ja, was wundert's mich? Wenn du mich nicht verstehst, was ich mit meinen Worten andeuten will, können sie dich auch kaum überraschen. Ich habe Jesus von euch erzählt. Er hat daraufhin das Finstrio darauf angesetzt, alles über euch in Erfahrung zu bringen. Charon jagt einem naiven Ideal von großer Stärke hinterher. Und Bell ist hingegen zu der traurigen Erkenntnis gelangt, dass es nicht jedem vergönnt ist, stark zu werden. Und du dich kennst diese Extreme. Du stehst dem Ganzen eher neutral gegenüber. Was wohl auch gut so ist. Team Plasma lauert bereits weiter vorne auf dich. Jesus will herausfinden, was du als Trainer wirklich drauf hast. Mehr als du. Du grüner Lappen, du. Okay, ja, wir müssen jetzt hier... Hallo? Nein! Lass mich in Ruhe. Wusstest du eigentlich schon, dass sich diese schwindenden Steine verschieben lassen... Oh, nee, wirklich? So ist es doch, nicht wahr, Professor? Oh nein, was wissen du hier? Ha, ganz recht. Na, geht es dir gut, Tommy? Das Wort ist seit ihr mit elektrischer Energie aufgeladen, die den Pokémon zu gefallen scheint. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu dem Phänomen der schwebenden Steine führt. Aber wir denken, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Mein Vater hat mich darum gebeten, das Klick zu erforschen, ein Pokémon, das wie ein Zahnrad aussieht. Da ich mich bei meiner Forschung ja mit dem Ursprung der Pokémon beschäftige, dachte ich sich mein Vater wohl, dass er mir diese Aufgabe auch noch aufbrummen kann.
Naja, ich liebe meine Forschung, also mache ich das gern. Ach ja, bevor ich es vergesse, das hier ist für dich, Tommy. Ich kriege ein Glücksei, das heißt mehr Erfahrungspunkte. Ja, ich denke, hier ist eine gute Stelle, um ein paar zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen hoch da. Wenn nein, dann runter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Pokémon Weiß in der Random Weiß und Nuzlocke Challenge. Dann werden wir in der Elektrolithöhle ein Pokémon fangen. Also, bis dann und ciao, ciao.